Schöner Kerl, Hirschi. Ja, servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, ich bin wieder ein bisschen unterwegs. Neben der Leiter, wie ihr schon gesehen habt, das Wetter ist bescheiden, sagen wir mal so. Wir haben zwar 20 Grad, aber alle Viertelstunde, 20 Minuten schießen wir ordentlich. Es ist im Augenblick eh schon 14 Uhr, aber ich wollte heute unbedingt ein bisschen raus. Ich habe mir da so eine kleine Runde geplant von 5-6 Kilometer. Ich habe auf alle Fälle eine Regenjacke dabei und ja, was soll es, wenn ich stelle mich irgendwo im Wald unter, ist ja nicht so schlimm. Ist ja meistens in 2-3 Minuten wieder vorbei und wenn es länger dauert, dann habe ich Pech. Ja, da waren wir eh auch schon einmal, aber es ist egal, ich wollte nur ein bisschen raus und ich denke, ich nehme halt die Cam mit und da kommen wir an so einem Bunker vorbei, da gehen wir da so eine kleine Runde und dann hinten wieder zurück und wir tun. Ja, viel sehen werden wir wahrscheinlich heute nicht, weil da hinten sehe ich, ist alles schwarz, das zeige ich gleich einmal. Und so wie das ausschaut, treibt es das da vorne so vorbei, wenn ich ein Glück habe. Aber jetzt gehen wir halt einmal. Ja, so wie es ausschaut, hat der da ein Hopperl gemacht und das ist noch gar nicht so lange her. Und gleich alles versperrt da. Ja, wenn man Wasser sieht, das Ringer wird schon mehr. Ja, ich hoffe, dass du wieder ein bisschen nachlässt. Es ist wieder ein bisschen stärker geworden. Haben wir da jetzt einmal die Jacken übergeworfen. Das ist mein kleiner Rucksack auch eigentlich schön in Sicherheit. Gut, der Vordere hängt ein bisschen heraus, aber man kann nicht alles haben. Ja, da drüben läuft der Diesel, das hört man auch. Da haben da eine Leitung im Wasser, ist sicher, die werden da anzuzeln und werden die Felder damit gießen. Na, vielleicht kommen wir ja auf der anderen Seite gut vorbei. Schauen wir mal. Macht einen Mutzkrabbel. Ja, wie man sieht, ich bin bei der Brücke, den halberten Weg habe ich hinter mir. Ich hoffe, es lässt jetzt wieder nach. Hat zuerst ganz schön runtergewaschelt. Aber ja. Ja, ich habe notfalls noch einen Regenschirm auch dabei, also. Aber die Jacken halt eh einige so. Ja, hinter mir war der Bunkereingang. Die Tür steht offen. Schauen wir da mal hin. Gössen über Gössen. Hui. Ja, zumindest sind die da trocken. Ja, denke ich, sehe schon, da war mir schon ein paar mehr rein. Hallo Schaltschrank, der ist weg. Der war mal da. Na, der ist komplett weg. Alles weg. Entlüftungen. Naja. Was soll's, ist halt so.
schauen wir in den anderen Raum rein mit euch. Und dann schauen wir weiter. Da war eine Sirene, die haben sie auch montiert. Ein Wahnsinn. Ah ja, was willst du machen? Schon drum haben wir es. Ja, Freunde, die ersten Griechen. Herrlich. Die habe ich für mein Leben gern. Herrlich. Lauter rote Griechen. Der Baum ist voll. Ha. Herrlich. Da stopfe ich mir jetzt die Säcke und dann geht's weiter. Hört's einmal, Freunde, Erdäpfel fällt soweit das Auge reicht. Ja, und da ist schon einer heraus quasi. Und dann hat sich schon wieder ausgenommen. Ja. So schauen die dann aus. Jetzt fängt schon wieder zum Ring an, schon wieder. Ja, wenn ich da jetzt auf eine Übernachtung geht, hätte ich mir da ein paar ausgebucht für Bonfried. Ja, da gibt es genug. Schaut euch das an. So, und da vorne sieht man den Wasserwerfer, sehen wir gleich näher. Und jetzt wissen wir, warum die da unten das Wasser anzapfen. Ja, die gießen da damit. Ja, da steht schon die nächste Pumpe. Werden sie wahrscheinlich abwechseln. Jetzt schaut euch den Schlauch an, ja. Und die gehen zu D2 dorthin. Ja, da hinten sieht man noch den kleinen Spritzamper. Und da wollte ich gerade in den Wald reingehen, wollte mir eigentlich ein Käfchen machen, aber da sitzt ein Jäger im Anstand drinnen. Also hat sich das erledigt. Ja. Ich gehe da jetzt weiter, bin eh schon fast beim Auto zurück, weil ich mein Käfchen heute einmal wieder daheim trinken. Ich muss gestehen, bin da stinkel zu den Anstand zugegangen, wo es Windstuhl ist. Da fressen die Gösser. Ja, Horror. Da wo ein bisschen ein Lüfterl geht, ist wenigstens nichts. Aber stehen bleiben darfst du auch nicht. Puh. Ja, was soll's. Kleine Runde gegangen, 6 Kilometer werden es circa werden. Dann ja, geht's wieder gemütlich heim. Schaut das Wetter wieder ein bisschen besser aus. Also vom Besser. Es ist halt kein Regen in der Welt da in der Nähe. Aber es ist halt alles noch ziemlich trieb. Ja, Mercedes-Stern zum Saufiedern, ist eh klar. Ich glaube, ich muss umsteigen auf ein anderes Fahrzeug. So viel Mercedes, was es da gibt. Wahnsinn. Ja, und die Moral der Geschichte. Die ohne Thermazell aus dem Hause nicht. Ja, dann habe ich nicht vergessen, es haben schon ein paar angefragt, was ich da auf meinem Rucksack für ein kleines Neckknife hängen habe. Und das halte ich mal schnell in die Cam. Wie gesagt, ich habe das eh schon etlichen geschrieben. Ich habe das vor 10, 15 Jahren in der Slowakei gekauft. Hat mir ganz gut gefallen und ist eigentlich extrem klein. Da ist nicht viel dran, ist so ein Böker. Ja. Aber für so Kleinigkeiten, ich habe es ganz schön scharf gekriegt, das war relativ stumpf mit der Kydex. Da haben wir da so einen
Ding noch da aufgemacht zum Aufhängen. Ja. Besser wie gar nichts. Kleines braucht man immer bei der Hand. Tschick-tschack, was schnitzen. Zack, zack. Das kennt ihr ja eh von Ibiza und so. Ja, in dem Sinn, weiter geht's. Ja, da sind wir noch am Maisfeld. Die werden auch schon langsam dauern noch ein bisschen. Und ich weiß auf einen Hummer einen ausgeburgt. Den bringe ich eh wieder zurück. So jung sind sie am besten. Kann man sich so ganz essen. Danke, Herr Bauer. Da vorne dann beim Sendemasten ist schon die Brücken. Und dann sind wir auch schon wieder beim Autoretour. Und die Tour ist wieder zu Ende. Ja, zum Glück jetzt hat es Wetter durchgehalten, angenehm. Ja, wir haben locker 20 Grad, also kalt ist bei Gott nicht. Gegenteil, ein bisschen schwül sogar. Und der Wind macht es angenehmer. Ja, Freunde. In der Zwischenzeit bin ich bei meiner Droschke wieder angekommen. Ich kann mich nur wieder bedanken fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und natürlich mein bewährter Spruch. Servus die Malen und viert euch die Buben.